willkommen zu einem neuen Ganzkörpertraining. So, wir legen sofort los mit der Erwärmung und gehen am Ort. Wie schon gesagt, es erwartet euch wieder Ganzkörper, heißt von Beinen, Rücken, Arme, Bauch, alles wird beansprucht. Schultern kreisen. Wir werden größer mit den Bewegungen. Kleiner. Die Knie gehen höher. Hoch, hoch, hoch. Genau. Und wir nehmen die Arme entgegengesetzt dazu. Sicher auch vorwärts. Ungewollt. Kipp um. Vier noch. Drei. Wir öffnen die Beine, side to side, tap, tap. Beide Arme gehen vor, vor. Wir winkeln die Beine dazu an, leg curl. Vier noch, noch drei. Zwei noch. Wir nehmen die Knie hoch, aber die Beine, Arme bleiben. Körperteile sind schwieriger, als man denkt. Mittlerweile finde ich, dass Körperteile schwieriger als rechts und links ist. Ja, doch. Vier noch. Drei. Zwei. Leg Curl wieder. Side to side, ganz locker. Arme mitschwingen. Und wir bleiben stehen. Beine sind weit geöffnet. Auf dem rechten Knie abstützen. Linkes Bein gestreckt und wir federn leicht nach. Kommen zur Mitte. Gehen nach links. Kommen zur Mitte, etwas schließen die Beine und Wirbel für Wirbel aufrichten. Sehr gut. Ich habe vergessen, was zu sagen. Obacht, falls ihr jetzt noch nichts zu trinken bei euch stehen habt, dann drückt bitte kurz Stopp und holt euch wenigstens eine Literflasche, eine volle oder vielleicht sogar anderthalb Liter. Die könnten wir heute bei der letzten Übung gut gebrauchen. Okay, also schnell noch ranholen, wenn ihr nichts dastehen habt und dann starten wir. Okay, wir gehen nach unten. Heute passiert alles am Boden. Beine sind, ich zeige es euch mal von vorn, hüftbreit aufgestellt, die Knie. Bauch fest, Schultern, Oberkörper fest. Es bleibt alles in einer Linie. So, wir kippen jetzt mit dem gesamten Oberkörper nach hinten. Nicht den Po ausstrecken, den Oberkörper. Er kippt hinter. Wir kommen vor. Achtung. Rechts hoch auf die Ferse belasten. Links hoch auf die Ferse, Bauch fest, Schultern hinten. Obacht jetzt auf die Füße. Wir gehen auf die Fußspitzen, rollen ab. Gehen tief, tief, rück. Gehen hoch, hoch. Fußspitze ab. Wir gehen tief, tief, rück. Und gehen hoch, hoch und auf die Fußspitze. Lass den Oberkörper, Bauch fest, Schultern hinten. Tief. Mit dem ganzen Oberkörper hinter, traut euch was. Die Oberschenkel werden schön straff und fest dadurch. Hoch, hoch, Fußspitze. Und tief, tief. Zurückfallen lassen. Und hoch, hoch, auf Fußspitze ab. Und noch vier Stück. Tief, tief. Wir kippen zurück. Und hoch, und hoch, und hoch, Fußspitze. Und wir gehen tief, tief zurückkippen. Und hoch, hoch, Fußspitze. Zwei Stück noch. Tief, tief, schön gerade bleiben. Hoch, 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 Fußspitze. Einmal noch, tief.
Atmet ihr? Ich will Kopf. Und hoch, hoch, Fußspitze und ab, ab. So, wir machen ja noch eine Runde. Juhu, ne? Ich hoffe, ihr wart richtig schön mit dem ganzen Oberkörper hinten, dass eure Oberschenkel auch was zum Halten hatten. Wir gehen in den Unterarmstütz. Plankposition. Achtung! Ein gesunder Körper sollte ohne Probleme 2 Minuten Planken, Unterarmstütz hinbekommen, okay? Deswegen werden wir das jetzt mal motiviert angehen, weil wir sind hier mittlerweile in einem sehr fortgeschrittenen Online-Training. Bauch ist fest. Kopf ist verlängert in Wirbelsäule. Und wir heben ab. Halten. Versucht mit dem Po in einer Ebene mit Rücken und Beinen zu sein. Nicht, dass ihr in der Mitte so durchhängt, geschweige denn, dass ihr Alpen oder Harz macht. Ich schaffe das. Bauch ist schön fest. Und jetzt nehmen wir das rechte Bein hoch. Hoch. Versucht trotzdem gerade zu bleiben. Rutsch. Hoch. 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 Atmen, atmen. Hoch. 4, 3, 2. Absetzen, ausbalancieren. Gerade im Becken. Und jetzt links hoch. 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 Beißt euch durch. Gleich die Hälfte geschafft. Ganz wunderbar. Wenn es gar nicht geht, dann zieht ihr wirklich die Füße ein Stück ran, dass der Po höher kommt. Aber bemüht euch, in einer ordentlichen Position zu kommen. Absetzen. So, ausbalancieren. Erstmal richtig fest in der Mitte machen. Durchatmen. Kopf ist immer noch verlängert in Wirbelsäule. Und wieder rechts hoch. 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 Atmen, atmen. Vier, drei, zwei. Absetzen. Korrigiert euch erstmal. Durchatmen. Und dann links. Die letzten paar 20 Sekunden. Dann habt ihr tatsächlich 2 Minuten geschafft. Gleich geschafft. Kommt. Ihr packt das. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, absetzen, Knie ab und locker. Sehr gut. Durchatmen. Schultern kreisen, lockert mal ein bisschen. Sehr anspruchsvolle Ganzkörperübung. Auch hier wieder das Thema, es kommt ja dann gleich nochmal dran, die Übung. Wenn es euch zu viel wird, könntet ihr dann auch, weil die Kraft einfach nicht mehr so da ist, beide Beine am Boden lassen. Aber versucht, die 2 Minuten durchzuhalten. So, wir legen uns auf den Rücken. Habt ihr die Wasserflasche bei euch oder ihr besitzt Hanteln vielleicht im Gewicht von wenigstens 1 Kilo? Es ist besser sogar 1,5 Kilo. Dann ist es ein bisschen handlicher mit Hanteln. Aber mit einer Wasserflasche geht es genauso gut. So, Achtung. Wir machen Folgendes. Wir liegen auf dem Rücken, unsere Beine sind nach oben gestreckt. Wir nehmen die Wasserflasche über den Kopf. Gestreckte Arme. Ganz wichtig ist hier, der Rücken ist unten. Und es passiert Folgendes. Wir kommen hoch, reichen die Flasche Wasser und die Beine gehen tief. Nicht ganz ablegen. Hoch, andere Richtung, tief. Hoch, drumherum, tief. Wechselt immer, wie rum ihr geht. Atmen nicht vergessen. Sucht euch einen Blick, einen Punkt an der Decke, den ihr angucken könnt, dass ihr das Kinn nicht zu sehr zur Brust ranzieht. Atmen nicht vergessen. Ach ja. Einmal rechts rum, einmal links rum. Arbeitet gegen das Hohlkreuz. Durchbeißen. Vier noch, 3, 2, letztes Mal und absetzen. Sehr gut gemacht. Locker lassen, Bauch lockern, tief durchatmen. So, auf geht's, Runde 2.
Alle sind voll begeistert. So. Dann brauche ich es noch nicht. So, ihr seid fest im Oberkörper. Denkt bitte dran, nicht den Po nach hinten nehmen. Das hat nicht den Sinn, den ich möchte. So, Blick geradeaus, durchatmen. Alles fest im Oberkörper. Wir, danke, gehen nach hinten, kommt vor. Auf die rechte Ferse, auf die linke Ferse, auf die Fußspitzen, runter. Wir gehen tief, tief, hinter, hoch und hoch, hoch, Fußspitze ab. Wechselt vielleicht auch mal das Bein, mit dem ihr zuerst hochkommt. Denkt dran, euch nicht zuerst hinzusetzen mit dem Po auf die Waden. Das ist nicht der Sinn der Übung. Also wenn ihr sowas macht, da passiert nichts im Oberschenkel, jedenfalls nicht wirklich was Nennenswertes. Hoch, hoch, Fußspitze ab und tief, tief. Ja, sehr gut, Mädels. Und hoch, hoch, Fußspitze ab und tief, tief, Bauch fest, hinter, hoch, Ferse, Ferse, Fußspitze, ab, tief und tief. Drei Stück noch, kommt. Hinter, hoch, 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 Fußspitze, ab. Zwei Stück noch. Beißt euch durch, alles machbar. Und hoch. Einmal noch, weil es so schön ist. Und ab, ab. Sehr gut. Lockert die Oberschenkel ein bisschen. Beim Unterarmstütz, beim Plank wird alles gebraucht im Körper. So. Und zwar Fußspitzen wieder hüftbreit aufstellen. Wir nehmen jetzt mal eine ordentliche Unterarmstützposition ein. Kopf ist Verlängerung, Wirbelsäule. Und los geht's. Erstmal nur halten. Stabilisiert euch, konzentriert euch auf den Rumpf, Bauchknöpfchen Richtung Wirbelsäule. Pobacken sind fest. Gleichmäßig atmen, in der Mitte nicht durchhängen. Und jetzt nehmen wir das rechte Bein und gehen hoch. Hoch. Wenn euch das zu viel ist, dann lasst ihr bitte beide Beine am Boden. Hoch, hoch, hoch. Gleichmäßig atmen. Bein absetzen. Balanciert euch aus. Ich rutsche zum Beispiel weg. Bauch ist fest und links. Hoch. Ihr schafft das. Kommt. Kommt, beißt euch durch, ihr schafft das. Absetzen, balanciert euch aus. Fest in der Mitte, noch nicht mit dem anderen Bein wieder. Ich habe sehr strebsame Teilnehmer, rechts hoch. Absetzen, ausbalancieren. Und links hoch. Der Endspurt kommt. Gleich geschafft. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, absetzen, abstellen. Sehr, sehr gut. Lockert die Arme, kreist ein bisschen mit den Schultern, atmet durch. Es wäre auch toll, wenn ihr während dieser Halteübung atmet. Ich finde, 2 Minuten Luft anhalten ist eine Eigenschaft, die ein Kampftaucher vielleicht braucht, aber ihr nicht. Rückenlage. Eine Übung noch. Kommt. Ups. Handel oder Wasserflasche, was auch immer ihr habt.
Bitte nehmen. Beine gehen hoch. So, Gewicht in die Hände über den Kopf. Rücken ist unten. Wir kommen hoch, um die Beine nach hinten strecken. Rücken ist unten. Und hoch. Andersrum um die Beine. Und strecken. Und hoch. Um die Beine strecken. Hoch. Um die Beine strecken. Hoch. Immer im Wechsel. Gleichmäßig atmen. Kommt. Beißt euch durch. Legt den Kopf nicht ganz ab. Da bleibt immer ein bisschen Grundspannung. Endspurt kommt. Acht noch. Sieben. Sechs. Schafft ihr, komm. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Und absetzen. Sehr gut gemacht. Atme durch. So. Sehr gut. Beine strecken. Arme über den Kopf. Wir atmen tief in den Bauch hinein. Ziehen uns dabei in die Länge. Und beim Ausatmen lassen wir bewusst locker. Beide Beine anstellen, hinter die Knie greifen, zum Oberkörper heranziehen und ein bisschen nach rechts und links schaukeln. Nicht zu doll, ihr sollt nicht umkippen. Beine absetzen. Wir drehen uns auf den Bauch. Hände, Schulterblei, ein Stückchen vor euch aufstellen, Oberkörper nach oben drücken. Spürt, wie der Bauch mit lang gestreckt wird. Atmet tief in den Bauch hinein. Locker lassen. Rechte Hand zum rechten Fußgelenk, Ferse Richtung Po. Kopf bleibt auf der Unterlage. Versucht, die Knie am Boden geschlossen zu halten. Locker lassen. Linke Hand zum linken Fußgelenk, Ferse Richtung Po. Locker lassen. Wir gehen in den Vierfüßlerstand und machen einen Rundrücken. Richtig einrollen, Kinn zur Brust ranziehen. Ein leichtes Hohlkreuz. Wieder ein Rundrücken. Wir ziehen den Po zurück auf die Fersen, Arme bleiben nach vorne gestreckt. Locker lassen. Wir setzen uns auf. Lockert die Arme ein bisschen aus, kreist mit den Schultern. Ganz großartig durchgehalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es ganz großen Spaß gemacht. Wenn ja, gebt dem Video einfach einen Daumen hoch. Abonniert uns, folgt uns auf Facebook, wenn ihr wollt. Bis ganz bald. Ciao.